Ja, Leute, Metal News Switzerland. Ich bin hier 20. Ich bin im neuen Übungsraum von Cellar Darling. Kann man so sagen. Ich habe bei mir als Gäste Ivo Henzi, Anna Murphy und Merlin Sutter. Wir sind zusammengekommen, um heute ein bisschen darüber zu schwätzen, was war seit dem Crash von Helvetti. Ich wollte natürlich alle Geheimnisse wissen, wieso ist es zu dem Crash gekommen. So in meinem ersten Teil und in meinem zweiten Teil interessiert mich natürlich vor allem, wie geht es weiter. Ich glaube, vorstellen muss ich euch nicht mehr. Wer Helvetti kennt, kennt euch drei. Und das ist für mich auch gerade so ein bisschen der Anfang. Helvetti gibt es offiziell laut Wikipedia seit 2002, steht überall, ursprünglich Studioprojekt von Kegel Glanzmann. Und Ivo und Merlin, ihr seid seit 2004 dabei. Anna seit 2006, also 10-jähriges Jubiläum. Das ist ein Jubiläum, oder? So, ja, das könnte man sagen. Genau. Wie ist eure Gemütslage heute, also irgendwo, sagen wir mal, zwischen Wehmut und Aufbruch, wenn ihr da in Prozent müsstet verteilen? Wie viel Prozent Wehmut, wie viel Prozent Aufbruch? Anna. Bei mir ist so eine Mischung aus beidem. Ich bin wie schizophren. Also okay. Einen Tag freue ich mich auf die Zukunft und bin kreativ und habe Ideen. Und dann schießt es mich halt gleich schon auch an, weil das sind immerhin 10 Jahre und mit dem kann man nicht einfach innerhalb von ein paar Tagen abschließen. Aber es muss so sein, wie es ist. Und ich freue mich auf die Zukunft. Das ist die Hauptsache schon mal. Ja, ist bei mir ähnlich. Mit der Tendenz von der Freude, dass sie am Aufgehen ist. Und Aufbruchstimmung ist auch da. Und klar, es gibt immer wieder Momente, wo man zurückblickt und dann kommt Wehmut und denkt man wieder alte Geschichten und wie es damals war. Und dann kommt wieder Wehmut, aber ich glaube, das ist völlig normal. Ja, auch beides. Ich würde sagen, normalerweise mittlerweile ist es 90% Aufbruchstimmung. Ich lasse mir auch nicht Zeit für anders, ehrlich gesagt. Also, wir sind jetzt voll dran. Und es kommt besser und besser. Aber Wehmut ist sicher auch drin. Also, es waren also 12 Jahre. Ja. Und es hätte weitergehen und es ist sicher nicht so zu Ende gegangen, wie man das vorgestellt hat. Okay. Ich würde gerade hier anschliessen, weil du jetzt gerade geredet hast, so die offizielle Meldung nebst dem Heavy Hearts und so, das heisst ja bei jeder Band, wenn jemand geht, man ist immer, sind immer alle traurig und man geht als gute Freunde. Und zwischen den Zielen, gibt es denn schon Sachen, die einen so ein bisschen stutzig macht? Also wenn man hört, Helvetti hat sich vom Merlin Sutter getrennt und seine engsten Freunde sind mitgegangen. Wieso haben sie sich von dir getrennt? Scheint es bin ich ein Arschloch? Nein. Also vorweg, wirklich, es ist eine extrem unglückliche Situation. Es ist nie mehr fröhlich. Ich glaube auf beiden Seiten. Und wir wollen da sicher nicht irgendwie dreckige Wäschwäsche oder so, weißt du, nicht mehr. Aber ja, also es sind 12 Jahre, von denen sind wir vielleicht 8 Jahre intensiv wirklich auf Tour gewesen. Immer dran, immer geschafft. Also Elu war 7 Tage pro Woche, ist das mein Alltag gewesen. Und ich habe immer viel gemacht. Ich habe immer in allen Bereichen mitmischen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, ich habe viel Gutes gemacht. Also ich habe viel weniger Glück gehabt. Aber ich glaube, schlussendlich holen sich Spannungen auf. Und wir haben jetzt im letzten halben Jahr haben wir gemerkt, fühlt sich nicht mehr so an, wie es sein sollte. Und wir haben uns dann getroffen, um zu schauen, wie geht es weiter, was muss man richten. Und dort ist für mich dann auch sehr überraschend, habe ich dann gelernt, dass anscheinend die Entscheidung bereits gefallen ist, wie es weitergeht. Okay. Und zwar ohne. Wenn man Helvetti als Band anschaut, dann drängt sich natürlich die Frage auf, wie viel hat das jetzt auch mit dem Kegel zu tun. Der Kegel ist eine sehr starke Figur natürlich wie Helvetti. Also das wissen wir auch, was so Musik anbelangt. Das ist ursprünglich sein Projekt. Er ist Frontmann. Sind einfach harte Köpfe aufeinander geprallt. Ja, also, ja,
es ist noch schwierig zu sagen. Eben einerseits, es ist fast unmöglich, dass sie es in ein Interview reinpacken. Oder selbst wenn sie würden, halt Details auf den Tisch legen. Und ganz ehrlich, für mich ist es auch nie so klar gewesen, eigentlich bis heute, was jetzt hätte müssen, oder wo genau das jetzt gelegen ist. Es ist nicht so, als hätten wir gestritten, konstant, ganz und gar nicht. Ja. Ich glaube, wenn, dann ist es mehr ein Auseinanderleben und man hätte wahrscheinlich darüber reden sollen. Ja. Schon sehr befreiend. Das ist ein bisschen wie die meisten Ehen. Ja, also die Scheidung trifft es am besten so für mich. So. Okay. Also wenn ich nie scheiden lassen, bevor ich mitbekomme, ist es am Ende so ein bisschen in dem. Was auch noch spannend ist für mich, ist, heisst, wir trennen uns von Merlin Sutter und seine zwei engsten Freunde aus der Band gehen mit. Für mich ist da mit euch zwei ja genau der Punkt, wo ich gefunden habe, hoppla, da ist jetzt mehr wie einfach nur ein Line-Up-Wechsel. Also Merlin, klar, seit Anfang dabei, ich sage es jetzt ein bisschen böse, gell? Drummer ist im Hintergrund, wenn die Wäschküche gross genug ist, sieht man nicht einmal mehr, also könnte man vielleicht noch so wechseln. Du, Ivo, bist jetzt nicht so die riesen Rampensau als Gitarrist, aber Anna ist schon auch visuell sehr zentral jeweils auf der Bühne gewesen. Deine Stimme ist ein grosser Teil von Helvetia gewesen. Hördi-Gördi auch. Wenn ihr jetzt das Gesamtgebilde anschaut, so als Freunde mitgehen, ist ja schon ein Schritt, oder? Also was hat euch bewogen, um diesen Schritt jetzt wirklich machen? Also der Hauptgrund ist, ich würde sagen, es gibt mehrere Gründe. Ein Grund ist sicher, wenn man Freunden ist, ganz klar, aber das ist nicht der einzige. Ja. Also, ein sehr wichtiger Grund ist, dass wir in die Entscheidung, dass Merlin gekickt wird, nicht mit einbezogen worden sind. Zu keiner Sekunde ist es mit uns besprochen oder kommuniziert worden. Und ja, das ist für mich, ehrlich gesagt, Grund genug, um zu sagen, okay, das finde ich komisch, dass das bei mir als langjähriges Mitglied nicht mal angeschaut wird, nicht mal besprochen wird. Ja. Das habe ich nicht in Ordnung gefunden, finde ich nach wie vor auch nicht in Ordnung und für mich ist es auch unverzeihbar. Ja. Also absolut unverzeihbar. Und ich glaube, das kann man auch nachvollziehen. Also, ich habe auch viel Zeit gehabt, um über das nachzudenken. Ja. Also es ist nicht so, dass es passiert ist und dann sind wir gerade rausgekommen mit den News, sondern es ist ein paar Monate vergangen. Ja. Und in dieser Zeit habe ich auch noch mal Zeit gehabt, um darüber nachzudenken, um mich zu beruhigen, um es irgendwie objektiv anzuschauen. Und mein Schluss ist nach wie vor der gleiche, dass es absolut nicht in Ordnung war. Der Schritt so für dich gestimmt in dem Fall. Genau. Anna? Ja, also bei mir ist es sicher auch mehr dahinter als einfach, wenn der Merlin geht, gegangen. Ja, das ist immer ein bisschen sehr einfach ausgedrückt, oder? Und bei mir ist also, was bei mir schon das Leben lang eine grosse Rolle gespielt hat, bei mir ist das Bauchgefühl. Darum bin ich überhaupt in die Band gekommen. Ich habe gefunden, fick die Gymnasium, ich gehe jetzt auf Tournee. Und mein Bauchgefühl hat sich eigentlich immer so ein bisschen als noch ein gutes Mittel zum Zweck erwiesen. Und dort, wo die Entscheidung gefällt wurde, ist mir ganz voll klar gewesen. Nein, mache ich nicht. Also, eben wie die, die schon gesagt hat, es geht nicht nur um den Merlin, wo jetzt schon seit, keine Ahnung, seit 10 Jahren schon mein bester Kollege ist, sondern auch eben, dass es niemand interessiert, was ich dazu zu sagen habe. Und dass ich auch bis heute auch die genauen Gründe, also die wirklich richtig guten Gründe, um so etwas zu machen, nicht weiss. Und ich wollte jetzt hier auch nicht irgendwie gehen, Scheiße erzählen über Elo oder so. Ich wünsche ihnen nach wie vor alles Gute. Ja, aber eben, ich meine, sie, wie du gesagt hast, also ich meine, die Ivo hat einen Großteil von der Riffs auch zu dem beigetragen. Einfach wie du gesagt hast, dass er nicht so eine Rampe so ist. Dass, eben, es kommt immer so darauf an, wie die Band das nach außen trägt. Ja. Oder?
da haben sie auch eine sehr wesentliche Rolle dazu beigetragen. Aber eben schlussendlich, Elu wird es genauso noch geben. Mhm. Es wird gute Replacements haben und wir machen einfach unser neues Ding. Und was cool für die Fans ist, dass sie dann im Idealfall einfach zwei Bands dann haben, die sie cool finden. Das wäre wünschenswert. Also das ist da, wo mir ja auch klar war. Also ich habe, oder so mit dem Line-Up-Wechsel ist wichtig. Das ist natürlich vor allem musikalisch. Das ist mir sehr bewusst, dass du eben, auch wenn du jetzt vielleicht von der Bühnenshow eher so ein ruhigerer gewesen bist, musikalisch sehr zentral gewesen bist. Drummer gibt es auch nicht gerade an jedem Hausecken einen guten, der so lange dabei ist und so vieles macht. Es war einfach augenfällig gewesen, natürlich du als die eine von zwei Frauen in der Band, seit dem Abgang von der Mary auch die am längsten dabei war. Das sind so die augenfälligen Sachen. Die musikalische Geschichte im Hintergrund ist noch mal ganz anders. Wenn man so zurückdenkt, an 10 Jahre Musiker oder 12 Jahre mit so einer Band, ich meine, ihr habt Helvetti von den Anfängen erlebt, bis hin zu einer Band, die irgendwie 200 Shows macht im Jahr, weltweit, in der Schweiz die bekannteste Band und die erfolgreichste, ich glaube nach wie vor die erfolgreichste Rockband von der Schweiz ever ist, weltweit bekannt, meiner Meinung nach im Moment, also im Moment wird es jetzt gerade zeigen, aber bisher so auch die Pagan-Metal-Band, was nehmen da mit aus dieser Zeit? Vor allem Fans, die tollen. Ja. Ja, viel, würde ich sagen. Also, ich bin ja, als ich mit dabei war, bin ich 18 gewesen, und dann 16, Ivo glaube 14. Wieso? Ja. Von dem, also mein Erwachsenenleben habe ich natürlich mit Elu verbracht. Ja. Und jetzt ist die Frage, also meinst du musikalisch oder, ja, oder allgemein? Oder? Allgemein, ja. Also musikalisch interessiert mich den anderen. Ja, ich glaube, da wird mir nachher sicher drüber. Und sonst, also, ja, also, was ich gelernt habe, habe ich mit Elu gelernt. Nicht unbedingt vor, aber sicher mit Elu. Ja. Von Anfang an alles aufgebaut. Und ich glaube, da habe ich wirklich auch profitiert davon. Also, einerseits die Welt gesehen, das ist persönlich gewachsen, würde ich sagen. Und dann, wie Anna jetzt gerade erwähnt hat, also die Unterstützung der Fans war ja massiv, die wir jetzt haben dürfen erleben mit dem Haus. Also man könnte, also, ja, für uns war es ein Moment, oder ist unsere Karriere als Musiker vorbei, weil wir haben nichts anderes wirklich gemacht als Elu. Aber die Fans haben uns enorm unterstützt, zeigen enormes Interesse am neuen Material. Und ja, ich denke, das ist fast das Beste, was wir mitnehmen können, ist halt ja die Verbindung, die wir aufgebaut haben zu den Fans. Also Dana hat immer, ich glaube, mittlerweile müssen tausende E-Mails sein, also wortwörtlich, was sie beantwortet hat. Ich habe auch versucht, immer egal. Ja, da baut man sich auch Beziehung auf mit den Fans, sage ich jetzt mal so als Ganzes. Manchmal wird es auch komisch. Manchmal wird es auch komisch, aber da muss aber meistens ist es cool. Ja. Ich glaube, jeder von uns hat auch persönlich viel Erfahrung mitgenommen. Es ist ein bisschen hippie-mässig, aber wenn man die ganze Zeit überall auf der Welt ist, dann sieht man viel. Andere Kulturen, andere Lebensweisen und irgendwie, ich glaube, das hat mich persönlich schon auch weitergebracht. Ich habe, wenn ich so zurückdenke an Helvetti, was ist für mich musikalisch, was ist mir musikalisch am meisten geblieben? Also so die Frage, gibt es ein Lieblingsalbum, gibt es einen Lieblingssong? Für mich gibt es, und sind nicht die neuesten, für mich ist Everything Remains. Nach wie vor das geilste Elu-Album und Quote the Raven, der geilste Elu-Song ever. Habt ihr auch so etwas? Etwas, wo ihr sagt, das ist so ein bisschen wie noch die Spitze von dem Ganzen. Also auf Elu bezogen? Jetzt einmal auf Elu bezogen, ja. Das ist schwierig, oder? Es gibt so mehrere Meilensteine. Ja, es gibt so viele einfach. Ja. Also, es ist wirklich. Ich habe so, auch wenn es jetzt ruhig geändert hat, das sind 10, 12 Jahre voller
absoluter Highlight gewesen, ja. Wo man, ja, also wo man auch muss schätzen, dass man das erkennen kann. Erleben. Also von jetzt Konzerte am anderen Ende der Welt. Und ja, Highlight ist sicher Slani auch für mich. Jetzt mal so auf Alter würde ich sagen, einfach jetzt sind wir auf Schweden, so richtig Studio. Ja. Jetzt haben wir gewusst, jetzt klappt es. Also unsere Musik gefällt den Leuten, da kommt etwas zurück. Der erste richtige Platten-Deal. Ja. Also wenn ich einen aussuchen müsste, würde ich sagen, so Slani auch rum. Ja. Das Schreiben, das Aufnehmen, das Rausgehen und dann die erste Tour mit dem. Okay. Ja. Gibt es auch ein Album? Oder vielleicht sogar ein Song? Ist irgendwie noch schwierig. Also es hat jetzt über die Jahre immer so ein bisschen gewechselt. Wie logisch, also man lässt ja nicht seine eigenen Songs andauern. Ausser deine Smona. Jeden Tag zum Aufstehen. Ja. also persönlich jetzt, was in meinem Lebensabschnitt, was jetzt mir glaub's am meisten bedeutet hat, ist wahrscheinlich das erste Akustikalbum. Jetzt nicht, weil ich das jetzt das Beste finde oder zum Hören oder so, sondern weil ich dort so ein bisschen meine songwriterische Seite entdeckt habe. Und das einfach so irgendwie per Zufall. Ich kann mir nie können vorstellen, ein Lied zu schreiben oder so. Und dass ich mich dort können so einbringen, das ist sehr wichtig gewesen, vor allem für das, was jetzt passiert, ja. Wenn man das so im Nachhinein überlegt. Und wegen dem hat mir das enorm Spass gemacht, auch wie wir es aufgenommen haben, so völlig hippie-mässig in einem kleinen Studio irgendwo, wo wir es einfach eingebunkert haben. Und sonst, ja, ich weiß nicht, Metal-Alben, ich könnte mich jetzt gar nicht gross entscheiden. Ich bin jetzt auch, Slania habe ich jetzt wieder angefangen, extrem geil finde, weil ich so lange nicht gehört habe. Aber sonst sind schon auch, also vor allem die Studio-Erfahrungen mit Tommy Vetterli, sind natürlich der Wahnsinn gewesen. Ich bin schon, bevor ich Elu überhaupt kennt habe, bin ich Corona-Fan gewesen. Dann war es natürlich grossartig gewesen, mit ihm zu arbeiten. Ja, ich werde zu. Okay. Ivo, gibt es bei dir was? Ja, also ich würde sagen, jedes Album hat eine gute Geschichte dahinter oder etwas, was mir so etwas mehr gebracht hat im Werk oder so einen weiteren Schritt. Aber ich würde sagen, mit Everything finde ich nicht das beste Album, aber dort habe ich angefangen mit Songs, also mit Songs schreiben. Ja. Dort habe ich zwei, drei Songs eingesteuert, unter anderem Quarter Rain. Und cool. Ja, ich glaube, dort hat es für mich auch angefangen mit dem kreativen Arbeiten innerhalb von der Band. Darum würde ich sagen, habe ich schon auch. Würde ich jetzt sagen, das ist ein gutes Album, um jetzt auswählen. Ja, für mich. Geht ihm an. Ich weiß nicht, du gesagt hast schon du, es gibt gute Replacements. Müsste ich jetzt schauen, ob man von der verbleibenden ELU-Crew noch da zu haben. Wissen wir schon etwas über Ersatz? Gibt es schon Ersatz? Oder? Also so wie ich es mitbekommen habe, sind die aktuellen einfach Session-Musiker, wo jetzt die bestätigten Gigs fertig spielen. Ja. Wobei ich komme vor allem mit, über was einfach announced wird. Ja. Also ich weiss, es sind gute Musiker, die sie haben, aber ich weiss nicht, was längerfristig der Plan ist. Ja. Okay. Cool. Also ich denke, für die Fan wird es ja auf beide Seiten spannend. Das eine ist spannend zu schauen, was kommt jetzt vor euch, was entwickelt sich da. Und das andere ist, eben bringt man es einfach so einfach über die Bühne, wenn man nicht nur, ja, für gesagt, einfach drei Leute wechselt, sondern drei zentrale, wirklich zentrale Leute. Bin ich sehr, sehr gespannt. Eine Frage, die ja noch ist. Ihr seid ja dann mit ELU seit ein paar Jahren bei Nuclear Blast. Das ist ein relativ bekanntes Label, wo man sich glaub, ziemlich sicher kann fühlen kann. Wo man kann sagen, bei Nuclear Blast kommt man als No-Namer nicht unbedingt einen Vertrag über. Ich nehme auch an, in den letzten Jahren hat das auch zu einer Sicherheit geführt, so existenziell auch. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es auch ein paar Jahre jetzt geht, wo man von der Musik leben können. Das ist jetzt weg, oder? Das ist so, ja. Es ist einfach so cut und Verträge aufgelöst und jetzt stehen wir da, müssen neu schauen. Genau.
Ja, das ist so. Ich persönlich schaue es mittlerweile auch positiv an. Ja. Wir haben, du hast es noch gut gesagt, es hat sich eine Sicherheit entwickelt. Wobei wir haben auch sehr bescheiden gelebt von der Mutter, muss man sagen. Also ich persönlich konnte nicht etwas auf die Seite legen. Gross. Von dem her, so 2-3 Monate, dann weiss ich nicht mehr, woher das Miete kommt. Das ist schon so. Andererseits hat es natürlich auch ein Ansporn. Oder? Also ich habe mich in letzter Zeit öfters an die Anfangszeit von ELU zurückerinnert. Ich habe dort das Willi noch im Proberaum gehabt und dort haben wir noch kein Tageslicht gehabt, das war tief und reller. Okay. Und ich habe einfach mal bewusst gar nichts anderes gemacht, wo man noch kein Geld verdient hat. Ja. Das war schwierig gewesen, aber ich glaube, viel hat da nicht funktioniert, wenn ich das nicht gemacht hätte. Das ist Teil von dem Drive gewesen, den man einfach braucht, wenn man es als Band arbeiten will. Ja. Also klar, Musik ist eins, Talent ist eins, aber dann ist wirklich, meiner Meinung nach, ist der Wille, der den Unterschied macht. Und das ist jetzt natürlich wieder so. Also, Zeller Darling mache ich persönlich jetzt nicht als ein Hobbyprojekt, kommt für mich nicht in Frage. Ich mache sehr gerne Musik, aber ich mache es nicht nur, weil ich sehr gerne Musik mache, sondern das ist jetzt wieder so eine Alles- oder Nichts-Situation, wie es am Anfang bei Eluweti war. Und das hat sich bei Eluweti gut angefühlt und funktioniert. Das fühlt sich jetzt wieder gut an und funktioniert hoffentlich nochmal. Okay. Ja. Darum tue ich das so ein bisschen, das ist so das Positive. Ja. Anna, Ähnler, oder hast du noch ein bisschen Einkünfte von deinem Job bei Soundfarm? Ja, genau, ich arbeite in einem Studio noch. Und dort ist es eigentlich wie bei der Musik auch. Also wenn ich Aufträge habe, wenn jetzt eine Band will, unbedingt mit mir arbeiten, dann ist das super, dann verdiene ich auch Geld. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Ja. Aber dort auch, ich bin eh nicht ein Mensch, der jetzt gross vorausplant. Ich kann mich jetzt etwa bis im August könnte ich mich durchfüttern und dann muss ich einfach schauen. Und ich habe jetzt auch die ganze Zeit Witz gemacht, von wegen ich gehe in Autos arbeiten und ich habe dann vielleicht mal einen Gratis-Dusch voran oder so heine. Aber also ganz ehrlich, wenn ich mit einem normalen Job mache, das würde, glaube ich, katastrophal enden. Darum hoffe ich schon sehr, dass ich mich jetzt über Wasser mit Sachen, die ich gut kann, mit diesen wenigen. Und du viel gut kannst. Ja, ich habe jetzt gerade per Zufall über eine Kollegin einen Job bekommen an der Art Basel. So eine Kunstausstellung, und dort habe ich im Loop einen Song müssen singen, also ist Teil von dem Kunstwerk gewesen. Jetzt habe ich letzte Woche 30 Stunden lang einen Song gesungen. Und das war quasi mein erster Job gewesen, seit ich ELU verloren habe. Okay. Und das ist eigentlich noch cool, eben, wenn ich habe das Gefühl, es passiert einfach immer etwas und dann schaut man einfach. Ja, ich habe zum Glück noch einen Nebenjob, den habe ich schon seit 7 Jahren. Und den habe ich immer neben der Band gemacht. Und den habe ich immer noch und mit dem habe ich ein kleines Einkommen. Aber jetzt mein Hauptfokus ist ganz klar, dass ich mit der Musik weiter machen kann. Also da jetzt wirklich Vollgas geben. Und mit Zeller Darling. Und in meinem Solo-Album, das ich noch rausbringe, mein Black Metal-Solo-Album. Also, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich jetzt gerade morgen von dem leben kann, aber das ist jetzt alles im Aufbau, es sind alte musikalische Projekte und an denen arbeite ich. Und das ist jetzt mein Hauptfokus und versuche mich mit dem Nebenjob über Wasser zu halten. Okay. Wir haben ja das vorher schon gesagt, Helvetii hat eine sehr, sehr treue Fanbase gehabt. Also das hat man bei den Konzerten gesehen, das hat man gesehen bei Festivals, wo man manchmal das Gefühl hatte, auch wenn er nicht als Letzte auf dem Programm sind, wenn man die Fans angeschaut hat, war Helvetii häufig Headliner gewesen, bevor das Festival fertig war. Eine treue Fanbase, ihr habt viel positive Reaktionen gehabt. Zeller Darling, ich habe reingelassen in dein Album.
ist schon anders. Mein Solo-Album ist sehr anders. Ist sehr anders. Ja. Und gleich kommt der Name taucht wieder auf. Also das Album hat Cello Darling geheißen, es hat einen Song drauf. Und jetzt heisst es Projekt oder Band. So. Wo ist der Bezug? Also, ist der Das ist. Wenn Leute mein Solo-Album kennen, dann könnte das zur Verwirrung führen. Das war uns auch bewusst gewesen. Aber ich habe eigentlich schon immer gefunden, man hat das einfach manchmal so Wörter oder Kombinationen von Wörtern, wo man findet, hey, das wäre ein super Bandname eigentlich. Das habe ich schon immer mit dem Namen so gehabt. Und wir waren dann halt auch am Brainstormen gewesen. Was gibt es für Ideen? Und das war auch eine sehr komische Situation gewesen, weil normalerweise man einen Bandnamen sucht, ist man irgendwie 16 und hockt in der Garage von den Eltern. Ja, ist eine Erfahrung, ja. Und wir sind schon keine Ahnung, wir sollten erwachsen sein und hocken wie, hey, wie soll man heissen? Und Zellerheim war auch so in der näheren Auswahl gewesen. Und es hat sich dann auch so eine Bedeutung aus dem ausentwickelt für uns. Also quasi, weil wir sind alles kreative Leute, die einen sehr grossen Output haben an Ideen, die aber nicht alle können verwirklicht werden können, weil so funktioniert es halt nicht. Und das ist jetzt für uns, also der Name bedeutet für uns auch so ein bisschen das, dass wir jetzt all das Zeug, das wir noch nicht haben können, verarbeiten und rauslassen können, können wir jetzt quasi aus dem Keller rausholen und jetzt rauslassen. Ja. Und das wird, also einfach, dass ich es klargestellt habe, es wird sicher nicht tönen wie mein Solo-Zeug. Mhm. Es wird sicher harte Musik. Also, okay. Genau, also der Bezug ist der Name, musikalisch wird es definitiv etwas anderes. Okay. Und dann ist er schon im nächsten Solo-Album. Also, sie tut ihre Musik sicher unter ihrem Namen weiterziehen. Und wie man hat etwas ganz anderes. Ja, okay. Das interessiert mich natürlich auch. Mhm. Also, wenn man sich nach so langer Zeit, wo man so in einer Band drin war und ein wichtiges Element war, neu orientiert, dann ist ja immer die Frage, ist das neue Projekt wie Helvetii oder bewusst nicht wie Helvetii? Man würde sagen, wie ist es? Also du hast schon gesagt, es wird harte Musik, Gott sei Dank. Aber was kann man sich vorstellen? Was weiß man schon? Oder? Ich meine, ihr wisst schon viel, aber... Ja, also mittelfeld, würde ich sagen. Wir lernen uns auch ein bisschen... Es ist so ein bisschen ein Hin und Her. Wir haben erste Ideen, aber dann... Die tönen noch etwas oder nicht, es kommt wieder zurück. Und ich glaube, es gibt so zwei, oder ich sehe es als zwei Extreme zwischen denen, bewegen wir uns. Das eine wäre, ich glaube, wenn wir jetzt eine Folk-Metal-Band machen würden, dann könnten wir auf einen Haufen Fans zählen. Mhm. Aber wir wollen uns nicht in das einordnen und das ist nicht, was von uns kommt. Da muss man wie Ruhe sagen, da ist wirklich viel, ist vom Krieg gekommen. Ja. Vor allem das Konzept, das ursprüngliche, und ich würde das auch nicht wollen kopieren. Nein, auf der anderen Seite, zumindest am Anfang, habe ich natürlich einen Moment gehabt, ich gefunden, der hat jetzt nichts mehr zu tun, ich mache jetzt keine Ahnung, was ich halt gerade für Musik höre. Und das ist für mich dann das Gleiche einfach am anderen. Und ich habe jetzt 10 Jahre mit Elo gespielt, live. Ich glaube, ich habe einen gewissen Charakter als Drummer entwickelt habe mit dieser Art Musik. Für mich ist, abgesehen vom Konzept von Kriegel, ist viel bei Aerovate, Kombination von der Leute und vom Spiel. Also Ivo seine Riffs erkenne ich unter Tausenden, ja. Also seine auch Gitarre spielen. Ich habe gesagt, ich glaube, ich habe einen Charakter entwickelt. Das war immer Lutz und Heavy Drumming gewesen. Gerade auf der Bühne. Mhm. Und Dana ist unvergleichlich als Sängerin. Oder? Also, sie hat auch, wenn man sieht, dass sie das Following hat, entsprechend. Und das haben wir im Announcement darum so gesagt. Die Elemente, ich finde, die haben die Elo viel ausgemacht. Die werden bei Cello Darling, wenn dann noch mehr ausmachen. Also ich glaube, wir werden uns nicht verstellen oder gezwungen, jetzt andere Musik machen. Das, was gleich ist, oder was gleich wäre, nehmen wir. Mhm. Wenn es einfach so rauskommt. Wenn es passt. Und ja, das ist eigentlich so
Quintessenz vom Ganzen. Also wir müssen uns nicht verstellen. Und was rauskommt, das ist das, was wir würden, was wir wollen, machen zu 100%. Ja, ich glaube, wir werden uns, ja, wir werden uns, glaube ich, weniger verstellen als ich zuvor, wenn ich das so darf. Ja, also, wie gesagt, wenn wir fangen gerade an, das ist es schwierig zu sagen. Ich muss sagen, ich habe mich bei Elus nicht verstellt, aber für mich war es immer etwas, das separat jetzt vom Stil, von der Stilrichtung war. Für mich war das ein Gefühl, ja. Die Shows mit Elu, das Konzept habe ich auch sehr, mit dem habe ich mich auch sehr identifiziert. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mit Zelleran auf der Bühne stand und mich eben Vollgas, dann ist das gleiche Gefühl, wie ich mit Eloete hatte. Und ich hoffe, dass man das auch für Fans so, oder dass das für die Fans auch so ist. Mhm. Ein Teil. Und das werden wir sehen, und wie es wirklich dann tönt. Mhm. Ebenfalls, denke ich. Vielleicht wird es auch scheisse. Vielleicht wird es scheisse, das ist definitiv eine Option. Ja, ja, gut, ja. Vielleicht rede ich mir auch etwas ein. Es steht wieder am Anfang. Also ich meine, das ist ja auch da, wenn ich das so anschaue, so ein Konzept, das so, sage jetzt einmal, eng ist wie Helvetti, das hat ja eine Faszination. Ich glaube, dass die Bühnenpräsenz von der Band viel mit der Fanbase zu tun hat. Aber man hat ja natürlich auch bei jedem Album ist das die Frage, ja, jetzt also schon wieder die Helvetia-Geschichte, kommt mal noch etwas anderes. Das ist immer so auch ein bisschen widersprüchlich, oder? Also, ich bin auch der Meinung, wenn ich so Reviews mache über neue CDs, finde ich ja, wenn ich Amon Amarth lasse, dann will ich, dass wie Amon Amarth tönt. Mhm. Wenn ich Elu lasse, will ich auch, dass wie Elu tönt. Aber es ist natürlich auch Gefahr, dass sich so ein Konzept auch zu Tod läuft. Und ist ja vielleicht, also von dem her finde ich es dann sehr spannend, was bei euch musikalisch kommt, weil es halt, ja, es kommt aus etwas Bekanntem, aus etwas Neues. Und was für mich noch Frage ist Line-Up. Also ich meine, im Übungsraum haben doch gar nicht mehr viel mehr Platz, ja, wie für ein Trio. Bewusst. Es ist ja bewusst, wenn man bewusst noch, haben wir nicht eine blöde Idee. Okay. Aber ist Line-Up ein Thema? Ist es definiert jetzt? Ich habe mir schon die ketzerische Frage gestellt. Holen dort die Mary an Bord, den Paddy, den Simi. Ist Line-Up, ja, 20 Wechsel jetzt gegeben. Ja. Ich weiß, die seit dem Anfang habe ich ihn angehört. Wirklich? 20, ja. Ist das Line-Up so, wie es jetzt ist? Oder ist es ein erweiteriges Thema? Nordiges Thema? Ich würde sagen, es ist wie das Line-Up an solches ist das. Und ich glaube, es braucht viel Zeit und es muss ganz gut stimmen, um da jemals jemand ins Line-Up zu nehmen. Etwas anderes ist dann live. Ja. Also, wir werden sicher bei uns Session-Musiker überlegen. Ein Bass wäre noch gut. Der Ivo zum Beispiel, ein fantastischer Bassist, wird das sicher im Studio machen. Ja. Oh, aber live hat er nur so viel Hände, sorry. Und ja, wenn es dann um Gigs geht, dann sind wir sicher. Mhm. Werden wir sicher mindestens jemanden müssen anstellen müssen, ja, oder wollen anstellen. Aber abgesehen von dem, ich glaube, musikalisch stimmt es bei uns, die Freundschaft stimmt bei uns, da haben wir jetzt auch nochmal gelernt, das ist wichtig für die Band, dass es stimmt. Und ja, mit dem gehen wir jetzt auch vorsichtig um. Okay, jetzt mal. Wie sehe ich das? Ich kann es zu 100% unterschreiben, ja. Ja. Absolut. Also im Moment funktionieren wir als Trio, präsentieren uns so und das sind wir. Ja. Und im Moment sind wir auch nicht interessiert, dass wir jetzt mehrere feste Mitglieder zusätzlich aufnehmen. Ja. Es fehlt aber nicht an Bewerbungen auf Facebook. Und, ah, okay. Ja. Das stimmt. Cool. Ja. Jetzt haben wir noch einen Fall. Aha, ja, natürlich. Wir haben viel so ein bisschen gehört von Musik, es wird harte Musik. Ich habe mit der Stunde festgestellt, dass du ein Black Metal Soloalbum machst. Wie klingt Cellar Darling?
Oder gibt es überhaupt schon? Ich habe noch nichts gefunden. Es gibt noch nichts so irgendwo. Es gibt noch nichts. So es gibt nur mehr zwei Schnipsel. Zwei Schnipsel. Ja. Aber es ist, also Herd ist natürlich eine Definitionsfrage, oder? Mhm. Also, was ich eben da spannend finde, ist es auch aus produktionstechnischer Seite, weil ich habe mich das schon oft gefragt, wenn ich so moderne Metal-Alben höre und ich will jetzt auf gar keinen Fall da alles in einen Topf schmeißen, aber es gibt halt viel Zeug, die ich dann höre und finde so, ja, es ist hochpoliert, die Bassdrum müsste gar nicht Bassdrum heissen, weil gar kein Bass tönt in dieser Drum. Ja. Und wenn ich mir dann ein Rockalbum reinziehe, ist das also rein von dem, wie das drückt, ist es eigentlich härter in dem Sinn, obwohl Metal härter ist als Rock, also weißt du, was ich meine, oder? Und das finde ich noch ein spannender Aspekt. Also wir haben uns jetzt noch nicht überlegt, tun wir wirklich harten Rock machen oder tut der Merlin auf den Double Bass losbretschen oder so. So Zeug haben wir uns noch nicht überlegt, aber wo wir uns einig sind, ist, dass es einfach soll knallen. Auf jeden Fall. Also, und, aber wie wir das machen, wir haben jetzt ein paar Demos und die haben einfach, also im Ivo seine Riffs sind ja sowieso fett und... Leider gar nicht. Ja. Ich glaube, mit diesen zwei würde es gar nicht gehen, dass es nicht hart wird. Das wäre komisch. Das liegt mir einfach im Blut. Ja. Ich gebe da die Hand nehmen, dann kommt einfach ein schweres Typ raus. Ja. Auch wenn er akustisch spielt. Genau. Okay. Also was ich ja cool finde, ist, dass Cellar Darling so eine Band wird, jetzt einfach mal rein von außen, wo zu einem Genre gehört, wo ich so geil finde, dass überhaupt das Genre gehandelt wird, das ist Female Fronted. Ja, wo ich immer gesagt habe, was bitte ist Female Fronted. Außer dass es einfach heisst, vorne am Mikrofon steht eine Frau und so. Oder ihr werdet jetzt auch Female Fronted. Ja. Außer der stellt das Schlagzeug vorne an. Das habe ich übrigens wählen. Das ist mein okay. Also ich als Fotograf im Graben würde das ungemein schätzen, weil das, was man immer am schwierigsten vor die Linsen überkommt, ist der Schlagzeuger, weil irgendwo hinten dran. Also von dem her könnte ihr ja mal ein Drum-Fronted Band wählen. Absolut. Ich kann nicht mehr wählen auf Redli sein, damit ich auch rumlaufen kann. Dann finden wir so ein Zwischending. Ja. Oder eben, dass die Bühne sich bewegt, dass sie nach so um, ist jemand anders vorne. Das wird jetzt wieder teuer. Ja, aber ja, solche also Ambitionen haben. Das ist noch lustig, sagst du das? Ich glaube, da entwickelt sich jetzt wieder etwas. Bei ELO war es immer so, wir haben die Musik gemacht, haben wir ein Konzept, und dann hat es immer geheißen Pagan Metal. Und dann haben wir immer gesagt, ja, wir wollen uns da nicht, wir identifizieren uns nicht ganz mit dem, aber also das stimmt natürlich. Schlussendlich sind Fans, die das entscheiden, in welchem Genre wir sind. Und ich glaube, bei uns kannst du das sagen. Wir sind sicher, und dann hast du Frontfrau. Sie singt, sie hört die Musik und denkt mit dem Female Fronted, wenn wir uns anfreunden. Ja. Das ist gut, einfach nicht als Genre, sondern es ist eine Bezeichnung für eine Band. Ja. Aber es ist schon ein bisschen merkwürdig, ich habe mir das noch gar nicht überlegt, aber es ist schon ein bisschen komisch. Mhm. Ja. Ja, es gibt Female Fronted und dann gibt es noch All Female. Ja. Das finde ich auch so cool. Was sagt das jetzt aus? Es ist ja gleich einfach eine Band. Ja, ja. Das ist, mein Sonst ist es jetzt besser, weil es all female ist. Ja. Wenn die Musik eigentlich genau gleich ist. Ich finde, du solltest dein Solo-Projekt, solltest du male-fronted, black metal. Single male-fronted. Single male wäre aber cool. Ja. Im Sinn von Single. Und ich bin Single. Single. Aber das auch noch. Ja. Übrigens. 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 Du musst in die Kamera sehen. Genau, ja. Also Ivo ist Single. Genau. Ich habe jetzt mehr Single Malt noch gedacht, um okay, ja. Das wär auch noch so eine. Dann habe ich mich auch noch gefragt, jetzt vorhin noch kurz angetönt. Also Elveti, die Hai, jetzt labelmäßig bei Nuclear Blast, da ist alles geregelt. Label ist geregelt, Promo ist geregelt, Pipapo, Management, weiss ich nicht, das alles auf einem relativ hohen Niveau. Also wenn man bei so einem Label ist, weiss man auch, da kommt man in grosse Festivals rein, man wird Teil von Packages. Promo, Label, Management? Ja. Oder gibt es schon Verhandlungen, Angebote, Ideen? Nein, ich glaube, für das Promo Musik.
Ja. Da schaffen wir jetzt mal als erstes dran. Okay. Sonst, ich glaube, 10 Jahre Musikindustrie haben wir auch gelernt, wo Kontrollen abgehen, wo nicht. Mhm. Das ist als ganz neue Band nie einfach, ja, zum Kontrollen zu behalten. Und ich glaube, wir haben aktuell haben wir grundsätzlich noch alles offen. Ich mache viel Management, auch bei ELO immer, bin ich immer involviert. Ja. Macht mir auch viel Spass. Und ich finde, es ist aktuell eine spannende Zeit in der Musikindustrie. Also, wenn jetzt ein grosses Label kommt und uns einen guten Deal anbietet, dann ist das super, oder? Dann kann man mit dem arbeiten. Aber die Landschaft hat sich auch verändert. Man kann die Musik viel breiter, viel weiter verbreiten selber. Man kann mehr Kontrolle über seine Rechte, seine Musik behalten. Und ich glaube, schlussendlich hängt es von den Reaktionen der Musik ab, wie wir dann weiter fahren. Ja. Habt ihr einen Fahrplan, so, wenn es Musik gibt für die Fans? Ja, ein Fahrplan, ob man den dann einhalten, ist eine andere Frage. Ja. Aber man will, wenn nicht etwas furchtbar schief geht, den Sommer noch einen Song sicher veröffentlichen. Ja. Wir arbeiten jetzt dran. Wir nehmen morgen Ivo und Anna ihr Solo-Projekt, die will einen neuen Song auf. Und dann konzentrieren wir uns voll und ganz auf selber Darling für den Rest vom Sommer. Und werden sicher umgehen rausgeben, wenn sie so da steht. Ja, wir werden auch mit den Fans teilen. Wir müssen schauen, wie die Labels reagieren. Und ja. Also wir werden uns sicher nicht zu viel Zeit lassen. Aber es wird ein Ziel auf den Song für sich. Ja. Und eure Solo-Projekte, du hast gesagt, demnächst? Was? Also demnächst bringe ich einen Single raus. Das auch noch im Sommer. Album ist auch in Planung, hoffentlich das Jahr, das kann ich noch nicht, weiß ich noch nicht 100%. Mhm. Und ja, das bringe ich jetzt mal raus und ich schaue, eigentlich ähnlich wie mit Cellar Darling, schaue ich auch, was für Reaktionen kommen von Labels und allgemein, ob das überhaupt anschlägt. Ja. Und ja, das ist auch spannend. Also ich freue mich auf das. Was ich nicht bezweifle, also ich bin mega Fan über seiner Musik. Ich weiß nicht, ob du die alten Alben gehört hast von ihm. Wann hast du das letzte rausgegeben? 10 Jahre. Ich weiß noch, damals, als ich zu Ivo bin, hat der Ivo das Black Metal Projekt gehabt. Also okay. Den hast du super gefunden und es ist wirklich, er hat sich noch mal einen Schritt selber übertroffen. Ja, hoffentlich nach 10 Jahren. Ja, hoffentlich. Ja. Was? Das ist nicht ein Schritt. Ja. Vor allem die Black Metal, das ist ja. Ja, also überhaupt. Ich meine, es gibt Bands, die sind heute noch auf der Bühne und machen seit 40 Jahren. Das stimmt, ja. Das gleiche. Klar. Ja, also von dem her meine ich, ist nicht unbedingt zwingend. Dein nächstes Solo-Projekt, ist das auch schon, also das Album steht vor der Tür? Ich bin es am Schreiben. Ich nehme mit dem Ohr, nehmen wir einfach einen Single auf. Und wenn ich hier raus habe. Und, also kreativ bin ich, aber ich weiß nicht, wenn es fertig sein wird und da mache ich mir auch keinen Stress, weil bei meinem Solo-Zeugs mache ich einfach das, was ich will und wenn ich es rausgebe, gebe ich es raus und wenn nicht, dann nicht. Musikalisch in die Richtung, die man jetzt kennt von deinen Solo-Projekten? Es wird ein bisschen minimalistischer vom Line-Up her. Weil ich habe dort, wo ich das erste rausgegeben habe, bin ich irgendwie völlig übergeht an der Welt und allem. Und habe dann das Gefühl gehabt, ich müsse einen Song nehmen und den mit allem vollpacken, was es gibt. Und hier noch ein Keyboard und das wäre noch geil und das. Und das ist cool jetzt für das, aber ich glaube, beim nächsten tue ich ein bisschen, den Song so angehen, was braucht es da jetzt noch, außer Schlagzeug, Bass und Gesang. Ja. Ich finde das auch noch eine interessante Herangehensweise. Und schauen, was ich für Effekte kann brauchen auf dem Schlagzeug und so. Vielleicht so ein bisschen experimenteller. Ich weiß es noch nicht genau. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Du spielst dort drauf Schlagzeug, Bass. So. Nein. Yes, es geht. Ich wünsche. Also ich spiele Schlagzeug, ich singe. Er spielt Bass. Aber ja, also sie hat den Bass aufgenommen. Also. Okay. Das ist so ein bisschen... Zumindest spannend. Ich glaube, sie kennt alles, aber Schlagzeug spielt jetzt mal nicht. Ja, das machst du noch. Okay.
Ja, Seller Darling, Blick in die Zukunft, wenn ihr jetzt einfach vorausschaut, was wünscht ihr euch am allermeisten für euer neues Projekt? Weitermachen, wo wir aufgehört haben, würde ich sagen. Jetzt. Nicht stilistisch, das haben wir gehabt, das Thema, sondern Touren ist für mich wirklich, das ist das, was ich am Erfolg mache. Ja. Ich habe es enorm genossen mit Elouette. Ich habe jetzt die letzten paar Monate noch mal können, auf Australien, auf Asien, in der Schweiz, in Deutschland. Und ich freue mich am meisten auf Bühne. Hm. Und ich glaube, wenn ich bei Elouette ganz am Anfang etwas gelernt habe, dann ist es nie vorher gesagt, alles oder nichts. Und wir können recht aggressiv planen, sage ich jetzt mal. Wir haben eine Show bestätigt im Dezember. Hm. Wir wollen sicher auch noch mehr Shows um die herum. Die Show ist in der Schweiz? Die Show ist in Amsterdam. Okay. Das ist dann, weil wir Danneke van Giersbergen kennen wir von einer Tour von Dana mitgegangen ist. Und abgesehen davon, dass sie wahnsinnig Sänger ist, ist eine wahnsinnige Person, sie und ihre Mann, die sie managt. Und noch bevor wir Ben angekündigt haben, sind die einverstanden gewesen, zum uns einladen für die, glaube ich, Tourfinale von The Gentle Storm in Amsterdam. Okay, das ist ein gewisser Druck. Das nennt man Vertrauen. Ja, genau. Wir haben noch keine 5 Minuten Musik zum live spielen. Okay. Aber das kommt. Okay. Ja, und das ist so für mich Blick in Zukunft, ist auf Bühne. Mhm. Und ab dann entwickelt sich hoffentlich weiter. Mhm. Okay. Anna, dein wichtigster Wunsch? Ich wünsche mir sehr, dass es unseren Fans wird gefallen, was wir machen. Also, dass sie, es klingt vielleicht blöd, aber dass sie es nicht bereuen oder traurig finden, dass wir bei Elu gegangen sind, sondern wie ich vorher gesagt habe, jetzt 2 Fans haben, die sie gerne lassen. Das fände ich sehr schön. Ja, ich sehe das gleich wie die beiden. Ich finde, ich wünsche mir, dass ich als Musiker weitermache. Dass das ist mein Traum, eine Musik machen, kreativ sein, Songs machen, die auch gelost werden im besten Fall. Und wenn ich das Leben kann weiterführen kann, mit Gentle Darling, dann bin ich happy. Okay. Also ich wünsche euch alles erdenklich gute, kreative, spannende und bin auch wirklich sehr, sehr gespannt, was musikalisch kommt. Weil immerhin im Hintergrund so ist, okay, das sind jetzt die 3 Ex, die kommt jetzt und so. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, freue mich drauf. Wünsche euch natürlich auch Erfolg mit euren Solo-Geschichten. Und wir hören wieder.